Jetzt zeigen Sie Ihr wahres Gesicht. Der Plan wurde offenbart. Die Zeitlinien haben sich verdichtet und wir gehen im Moment durch ein tiefes Tal. Ich bin heute hier, um dir schonungslos die Wahrheit zu sagen. Alles erfährst du jetzt gleich in meinem Video. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten und eins der größten Online-Portale für Webinare und Weiterbildung im spirituellen Bereich und der Bewusstseinserweiterung. Und wenn du weiterhin wichtige, interessante Neuigkeiten und Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere bitte am besten jetzt gleich meinen Kanal. Ihr Lieben, wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit und es ist für uns im Moment sehr schwer, das alles zu verstehen und uns zurechtzufinden. Die Agenda hat ihren Plan veröffentlicht und ich werde euch das gleich in Schwarz auf Weiß zeigen. Doch vorher möchte ich euch erklären, was die Zeitlinien bedeuten. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht. Ich verlinke es euch hier oben und auch unter dem Video. Dann könnt ihr euch das nachträglich anschauen. Zeitlinien. Es gibt verschiedene Zeitlinien, die übereinander liegen, übereinander, nebeneinander liegen. Und die Zeitlinie, welche am meisten Energie bekommt, bestimmt die Zukunft von uns allen. Eine Zeitlinie nährt sich von Manifestationen. Und je nachdem, was am meisten manifestiert wird, gibt der einen Zeitlinie Kraft. So, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Fall, in dem wir gerade leben, nämlich zu der Angstmatrix. Es wurde seit 2,5 Jahren oder seit jetzt fast 3 Jahre sind es schon, eine extrem hohe Angst erschaffen, künstlich erschaffen. Und diese Angstmatrix hat eine Zeitlinie genährt. Das bedeutet auch, dass alle Vorhersagen, nicht alle, aber viele Vorhersagen, die gemacht wurden, deswegen jetzt nicht mehr stimmen. Und ich möchte euch ganz offen die Wahrheit sagen. Und ich möchte euch auch gleichzeitig sagen, nicht verzweifeln, immer daran denken, an den Schmetterlingseffekt. Ein einziger Flügelschlag kann schon wieder alles ändern. Nur im Moment ist die Situation so, wie sie ist. Und die Gegenseite hat ihren Plan veröffentlicht. Das werde ich euch jetzt zeigen, was da geschrieben wurde. Sie hat auch vorausgesagt, und das ist witzig, weil sie haben ja alles geplant. Also haben sie mit dieser Voraussage ihren Plan veröffentlicht. Sie sagen, dass nächstes Jahr, irgendwann im nächsten Jahr, diese C-Situation enden wird. Im ersten Moment hört sich das sehr gut und positiv an. Jedoch, was kommt dann danach? Was kommt nach dieser C-Situation? Und das ist der Plan und das werde ich euch jetzt vorlesen. Jetzt schaut mal, ich habe also hier etwas vorbereitet. Und zwar seht ihr hier die Webseite von rt.de und dort hat Bill Gates dieses Ende, dieses Datum der Ende der C-Krise genannt. Es wird also einfach festgelegt, was geschehen soll. Das ist der Plan. Und jetzt gehen wir mal weiter runter zu diesem Satz hier. Da steht, es mag töricht sein, eine weitere Vorhersage zu treffen, aber ich denke, dass die aktuelle Phase der P irgendwann im Jahr 2022 zu Ende sein wird. Das sind die Worte von Bill Gates.
Das ist ja alles noch in Ordnung. Bloß der nächste Satz. Und das ist die Offenbarung, ihr Lieben. Der nächste Satz, er sagt, er hoffe, dass die Menschen in ein paar Jahren nur noch bei der gemeinsamen C und G, I im Herbst wirklich an das V denken müssen. So spricht er. Das bedeutet für uns, ihr Lieben, dass geplant ist, dass die I für alle kommen wird. Das steht hier klipp und klar drin, in den nächsten Jahren. Das heißt, jedes Jahr. Ich mach mal wieder das Bild zurück. Und zwar werde ich euch das jetzt erklären, was das alles damit zu tun hat. Es wird also geplant, und damit man das durchsetzen kann, dass diese I, die allgemeine I für uns alle in Kraft treten wird, werden im Moment Gesetze umgeschrieben. Es werden Gesetze geändert, dass man es dann auch durchsetzen kann. Das heißt, die Agenda kann praktisch machen, was sie möchte. Sie ist im Moment an der Macht und das geschah, diese Kraft, die da entstanden ist, das geschah durch diese Angstmatrix, die jetzt 3 Jahre besteht und die alles in diese eine Zeitlinie eingeflossen ist. Deswegen sind wir jetzt an dieser Situation angelangt. Und es wird im Frühjahr nächstes Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit die Pflicht kommen, dass wir alle uns ihren lassen müssen. Also das ist denen ihr Plan und gerade sieht es so aus, als wie wenn wir darauf zusteuern würden. Aber es ist ja noch nicht zu spät, es kann sich immer noch ganz viel ändern. Wichtig ist dabei die Zeitlinie. Und wichtig ist dabei, dass wir der Zeitlinie der neuen Erde unsere Kraft geben. Dass wir uns darauf konzentrieren, sodass die Situation, die von der anderen Seite geplant ist, nicht entstehen kann. Ihr müsst aber wissen, an was die arbeiten, damit wir dagegen arbeiten können, damit wir das, warum wir hier auf der Erde sind, unsere Aufgabe, die neue Erde zu erschaffen, dass wir dem die Kraft geben können. Und somit kann sich alles noch ändern. Das ist der Punkt. Also die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Die Zeitlinien, sie sind jetzt noch Sie sind ungefähr, man kann es nicht so genau sagen, sie sind beide recht stark. Und es fehlt vielleicht nur ein kleines bisschen, sodass die Zeitlinie der neuen Erde ganz, ganz, ganz stark wird. Und vielleicht fehlt jetzt nur deine Liebe und dein Licht, deine Manifestation, damit diese Zeitlinie jetzt kraftvoller wird, so kraftvoll, dass wir aus dem tiefen Tal hinauskommen. Durch dieses tiefe Tal müssen wir auch einfach gehen, weil ja daraus dann die neue Erde entstehen kann. Es wurde schon immer gesagt, dass die Übergangszeit schwer sein wird. Wir konnten uns nie vorstellen, was damit gemeint ist. Jetzt sind wir da auf einmal mittendrin und es ist schon ziemlich schwer. So empfinde ich es, aber das ist unser Weg, unsere Aufgabe, dass wir jetzt hier sind. Wir haben uns alle entschlossen, hier zu sein und zu helfen, aus dem tiefen Tal hinauszukommen. Und es gibt immer, immer Hoffnung. Es gibt immer die Möglichkeit, dass sich alles ändern kann. Und deswegen ist dieses Video entstanden, um dir Kraft zu geben, um dich zu unterstützen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich tue dies mit meiner ganzen Liebe. Und es ist schön, dass du da bist, denn jeder Einzelne gibt der neuen Erde Kraft. Das, was wir alle uns wünschen, eine Freiheit für die Menschen, Gesundheit und Fülle auf allen Ebenen, das ist unser Ziel. Und diese Zeitlinie werden wir mit unseren Gedanken stützen und stärken. Dafür sind wir da. Was ihr noch tun könnt, bitte vernetzt euch weiterhin.
tauscht Adressen aus, tauscht Telefonnummern aus, sodass ihr euch gegenseitig unterstützen könnt und helfen könnt. Vielleicht gibt es ja in der Stadt, wo du jetzt gerade wohnst, jemand, der auch dieses Video anschaut. Und so könnt ihr dann Kontakte knüpfen. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und unser Licht erkennen, um den Weg gemeinsam ganz stark gehen zu können. Das ist ganz wichtig. Und die Vernetzung, die ist das, was uns zusammenbringt, sodass wir uns auch persönlich kennen und nicht nur vom Schreiben. Wobei das Schreiben ja auch schon ganz wichtig ist. Also auf Telegram könnt ihr auch schauen. Dort gibt es auch ganz viele Gruppen, wo man sich einbringen kann und sicher auch Hilfe und Unterstützung findet. Das ist mein Wunsch und meine Bitte an euch. Vernetzt euch auf jeden Fall. Und was auch noch für mich eine wichtige Vernetzung ist, das ist einfach die Hinwendung zu Gott. Zu fühlen, dieses intensive goldene Liebesband, was ja Gott für jeden Menschen hat und was uns alle zu einer Familie macht, was uns alle fühlen lässt, dass wir Teil des Großen und Ganzen sind und daraus unsere Kraft schöpfen können. Und diese Kraft zu schöpfen und dann in die neue Erde hineinfließen zu lassen, das ist doch ein wundervoller Weg. Und den wünsche ich mir, dass wir den alle gehen, dass den so viel wie möglich Menschen gehen können und werden. Und so können wir tatsächlich alles noch ändern. Darauf kommt es an, auf uns Lichtarbeiter. Denn wir haben diese Aufgabe einstmals übernommen und wir haben gesagt, ja, wir helfen mit. Und jetzt gilt es einfach, das umzusetzen und durch dieses tiefe Tal hindurchzugehen. Alles ist noch möglich, es ist noch nicht zu spät. Und das ist die wunderschöne positive Nachricht für euch. Wir können alles ändern und wir können die neue Erde in ihrer wundervollsten, schönsten Kraft zusammen manifestieren. Und jetzt kommt gleich eine sehr schöne Botschaft von der geistigen Welt, von Melek Metatron. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Genießt die Liebe und die Kraft, die euch jetzt hier übergeben werden. Ich stimme mich schon mal ein. Ich werde mein Ursprungslicht verwenden. Genau. Und die Energie der neuen Zeit. Denn die Energie der neuen Zeit, die gibt mir persönlich sehr viel Kraft, so richtig gut das Licht zu manifestieren. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Channeling und wir lauschen gleich auf das, was jetzt kommt. Geliebtes Menschenkind, geliebter Lichtarbeiter, du wundervolles Wesen. Mit großer Freude darf ich dich begrüßen, um die Botschaften der geistigen Welt zu empfangen. Dafür, dass du diese Botschaft so tief wie möglich aufnehmen kannst, bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich, das Licht von Smarana einzuatmen, dabei Gottes Nähe zu fühlen und dich mit diesem Licht auszudehnen, so weit auszudehnen, dass dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Allein diese Strahlkraft gibt dir so viel Licht, so viel Stärke und bringt dich in deine Mitte.
sodass du bereit bist, die Botschaft von Melek Metatron zu hören. Einströmt das helle Licht des Schutzes, einströmt die vollkommene Liebe aus Gottes Gedankenfeld direkt zu dir in dein Herz hinein. Geliebtes Menschenkind, Melek Metatron spricht. Und ich sage dir, ich sehe dich. Ich sehe deine Seele, dein Licht, dein Leben. Ich sehe deinen Lebensweg. Und ich sehe auch, welch große Mühe du dir gibst, diesen Weg zu gehen. Und ich sehe auch diese beiden Engel, welche dich begleiten. Ein jeder von euch, geliebte Menschen, hat diese zwei persönlichen Engel. Und diese Engel, sie sind nun an deiner Seite. Und der eine oder der andere von euch mag sie spüren, wenn sie jetzt eine Hand auf deine rechte und eine Hand auf deine linke Schulter legen. Sie sind voller Liebe und Licht bei dir. Auch wenn du nicht an diese Engel denkst, sie sind immer bei dir. Sie haben dich schon von Anbeginn der Zeit durch dein Leben, durch alle Inkarnationen hindurch begleitet. Ihre Liebe ist unermesslich groß und ewiglich. Ewiglich für dich da. Melek Metatron möchte dir sagen, geliebter Mensch, glaube an dich, glaube an deine Kraft, glaube an dein Licht. Du trägst Gottes Liebe in dir. Und sie ist jetzt in diesem Moment besonders stark fühlbar. Vielleicht magst du deine Hände auf dein Herz legen, denn in diesem Moment schaut Gott zu dir. In diesem Moment bist du ganz nah bei Gott. Genieße diesen Moment, denn er ist heilig. So möchte Melek Metatron dir versichern, nichts, was nicht zu dir gehört, wird dir geschehen, kann dich ereilen. Es wird nur das geschehen,
was für dich im Buch des Lebens geschrieben steht. Und du darfst vertrauen. Denn das Vertrauen in deine Seele zu Gottes Liebe und deine beiden Engel, diese Energien begleiten dich. Du bist beschützt, behütet und geliebt. Und so darfst du unsere Hilfe annehmen für all die wundervollen Energien, welche wir dir zur Verfügung stellen. Es gibt für jede Situation immer eine Entscheidung. Es gibt für jedes Problem eine Lösung, eine lichtvolle Lösung. Das solltest du wissen. Es gibt immer eine lichtvolle Lösung. Und deine beiden Engel, sie begleiten dich und führen dich zu deiner lichtvollen Lösung. Somit wirst du sehen, dass alles gut wird für dich, dass bereits alles gut ist, denn die Engel sind bei dir und du spürst ihre Hände auf deinen Schultern und sie drehen sich dir jetzt zu, schauen dir in deine Augen und du erkennst das Licht der Liebe. Du erkennst, wie tief diese Liebe der Engel für dich ist. Denn nur ein Engel kann dich so lieben, wie du es jetzt fühlst. Und so verabschiedet sich Melek Metatron wieder von dir. Die beiden Engel werden dich weiterhin begleiten und schützen. Sie werden immer bei dir sein. Vertraue. So lege ich den Mantel von Smarana um deine Schultern, um dir zu zeigen, wie sehr du geliebt wirst. Ich hoffe, ihr seid wieder hier, habt Füße und Hände bewegt und seid wieder ganz da von dieser wunderschönen Reise, von dieser wunderschönen Botschaft von Melek Metatron und diesen beiden Engeln, die uns immer begleiten. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Licht, ganz viel Kraft, gut durch diese Zeit hindurchzukommen. Und wenn euch die Botschaft gefallen hat, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Einfach hier draufklicken auf diese Kugel. Und ich bedanke mich jetzt schon im Voraus dafür. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.